Also viel vom Flüchtlingsgipfel in Berlin und jetzt ist Ulrike Hanke mir zugeschaltet. Guten Abend. Leiterin Sozialamt der Stadt Troisdorf. Und die Stadt Troisdorf, das müssen wir ein bisschen einordnen, ist eine Stadt zwischen Köln und Bonn, ungefähr 75.000 Einwohner. Frau Hanke, Sie haben ja auch Erfahrungen mit Geflüchteten, waren ja schon 2015 in dem Job. Wenn Sie die Situation vergleichen, wie ist es da jetzt? Also wir haben deutlich gemerkt, dass wir natürlich in einer lernenden Organisation auch arbeiten und haben auch die Erfahrungen von 2015 gelernt, dass wir im Grunde genommen vorher schon uns besser aufstellen müssen. Das haben wir auch getan, indem wir relativ kurzfristig viele Plätze zusätzlich an den Start gebracht haben für die Unterbringung. Wir haben derzeit 823 Plätze für Geflüchtete in unseren 41 Unterkünften, die wir seitens der Stadt Troisdorf betreiben. Haben aber auch große Unterstützung erfahren aus der Bevölkerung, die sehr gut die Menschen aufgenommen haben und auch viele ukrainische Staatsbürger in ihren Familien oder auch in privaten Unterbringungsmöglichkeiten untergebracht haben. Sonst hätten wir es auch nicht geschafft. Und bis hierhin. Haben Sie denn noch Platz? Haben Sie noch Möglichkeiten, weitere Menschen unterzubringen? Ja, ich kann Ihnen sagen, aktuell habe ich noch 88 freie Plätze. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich für die Personen, die mir schon anvisiert sind, nämlich insgesamt ca. 200 Personen, nicht mehr genügend Plätze habe. Davon sind 28 Plätze, die über die normale Flüchtlingszuweisung kommen sollen, dann schon belegt und weitere 196 Personen, die mir dann sozusagen über die Wohnsitzauflage zugewiesen werden. Das sind afghanische Kräfte, aber auch andere Kräfte, die Visum dann auch einreisen. Ja, und was machen Sie mit diesen Menschen? Sie können sie ja nun schließlich schlecht irgendwie bei Ihnen am Fluren des Sozialamtes schlafen lassen. Öffnen Sie Turnhallen, bauen Sie Zelte, Container? Also wir haben natürlich schon mal Container gebaut, aber so schnell sind auch gar keine Container zu bekommen. Also selbst wenn wir das wollten, könnten wir gar keine Container aufstellen. Ich habe vor 2 Tagen den Brief einer Troisdorferin bekommen, die dann sagte, ich soll doch auf jeder freien Wiese Container aufstellen für die Unterbringung, damit wir weitere Personen aufnehmen können, was wiederum erkennbar macht, dass die Stadtgesellschaft sehr wohl aufnahmebereit ist. Aber wir können gar keine Container so schnell beschaffen. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage, ob wir jetzt aktuell eine Turnhalle vorbereiten für die Aufnahme weiterer Personen, weil wir es gar nicht anders mehr bewerkstelligen können werden. Und da wird das große Problem sein, wenn wir eine Turnhalle aktivieren wollen, wo bekommen wir die Betten her? Also das sind so Folgeprobleme. Jetzt ist ja heute in Berlin unter anderem vereinbart worden, eine digitale Plattform einzurichten, wo man sich besser austauschen kann. Würde Ihnen sowas helfen und wie würde das helfen können? Also eine digitale Plattform nützt mir nichts, weil ich dann ja auch die Betten darüber bekomme, die jetzt dazu führen, dass ich die Person da schlafen lassen kann. Wir nehmen derzeit in Troisdorf an einem Modellversuch teil der Universitäten Erlangen, Nürnberg und Hildesheim, wo besonders die Flüchtlingsunterbringung besser gematcht werden soll. Das heißt also, wo man herausfinden will, welche Unterbringungsmöglichkeiten in welcher Stadt gut zur Verfügung stehen. Aber auch da gibt es noch keine digitale Unterstützung. Das heißt, das muss auch wieder händisch erfolgen. Es wäre zielführend, wenn da, wo freie Plätze sind, dann eben diese Plätze auch genutzt werden könnten. Und wenn man das über eine digitale Möglichkeit dann feststellen könnte. Aber diese digitale Möglichkeit gibt es derzeit nicht. Das heißt also, die Bezirksregierung in Arnsberg, die hier in Nordrhein-Westfalen dafür zuständig ist, die Plätze zu belegen bzw. die Personen zuzuweisen, weist jetzt wieder rein nach Statistik zu, nach dem üblichen Verteilungsschlüssel. Dahinterliegend ist aber nicht die Information verborgen, wo gibt es denn noch freie Plätze. Und das ist das, was im Moment sehr kritisch ist. Da liegt es im Argen und da wäre noch wirklich in der Tat Luft nach oben. Ulrike Hanke, herzlichen Dank, dass Sie uns die Situation geschildert haben aus der Stadt Troisdorf. Vielen Dank dafür und Entschuldigung für die schlechte Tonleitung. Nicht immer klappt das so gut mit dem Digitalen. Das haben wir jetzt auch gerade beim Ton verstanden. Ja, danke auch.